Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Und ja, ich habe es nach 3 Monaten oder über 3 Monaten auch endlich mal wieder zum Friseur geschafft. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ihr habt euch nochmal ein Body-Update von mir gewünscht. Und das letzte Body-Update, beziehungsweise so das Ende meiner 60-Tage-Body-Transformation, ist jetzt ziemlich genau 4 Wochen her. Da kann ich natürlich total verstehen, dass ihr alle sehr neugierig seid, wie die letzten Wochen für mich verlaufen sind, ob ich am Ball geblieben bin und ob sich dann nochmal was getan hat. Und deswegen habe ich euch darum gebeten, mir auf Instagram ein paar Fragen zu stellen, die ich in diesem Video für euch beantworten werde. Bevor wir jetzt anfangen mit den Fragen, ganz kurz vorweg, ich bin natürlich am Ball geblieben. Also für mich war ganz, ganz klar, dass diese Body Transformation, die ich angefangen habe, also diese 60 Tage, kein begrenzter Zeitraum sein sollen, sondern ich habe die 60 Tage quasi nur als Vorwand genommen, eine Zeitspanne zu haben, in der ich das für euch filmisch begleite. Aber für mich war ganz klar, dass in der Zeit was passieren muss, was sich bei mir auf lange Sicht verändert. Also etwas, was sich einfach so in mein Leben einpasst und danach so bleiben soll. Denn ich bin immer noch nicht an dem Ziel, wo ich gerne hin möchte und arbeite da weiter fleißig daran. Denn für mich ist ganz, ganz wichtig, dass das in einem gesunden Maße passiert. Also ich möchte auf gesundem Wege zu einem gesunden Gewicht kommen. Und ich kann euch gleich mal, es sind ein paar super schöne Fragen dabei, mehr dazu erzählen. Aber es war mir ganz wichtig, das nochmal vorwegzunehmen. Weil eine große Frage war natürlich, bist du denn überhaupt dran geblieben oder waren diese 60 Tage quasi einfach nur ein Zeitraum, in dem du dich dran gehalten hast? Und das ist nicht so. Aber jetzt kommen wir doch einfach mal zu den Fragen, die ihr gestellt habt. Die allererste Frage finde ich sehr, sehr schön und die lautet, wie fühlst du dich momentan? Und das hat sich tatsächlich nochmal total geändert. Also ich habe ja diese komplette Body Transformation angefangen. Eigentlich habe ich schon letztes Jahr im Dezember damit angefangen, darüber nachzudenken, ob ich denn vielleicht nochmal ein bisschen was an meiner Ernährung und an dem, wie viel ich mich bewege, verändern soll, weil ich habe sehr viel Gewicht zugenommen und einfach auch gemerkt, dass es mich im Alltag sehr behindert und belastet. Also nicht, dass ich jetzt sage, das Gewicht ist falsch oder zu hoch oder ich war dick oder sonst was. Ich habe mich äußerlich immer noch hübsch gefühlt. Ich habe mich immer noch gerne gekleidet. Ich meine, ich habe genug Videos gemacht, wo ihr mich auch in Unterwäsche gesehen habt. Also ich habe mich nicht äußerlich unwohl gefühlt, aber ich habe einfach gemerkt, dass das vermehrte Gewicht mir im Alltag Schwierigkeiten bereitet. Beim Treppensteigen, allein schon bei der Arbeit. Also wenn ich Videos gefilmt habe, musste ich immer vom vielen Sprechen ganz doll viel schnaufen. Und es waren immer so Atmer in meinen Videos drin, die ihr natürlich nicht gehört habt, weil ich sie rausgeschnitten habe. Aber das waren so Kleinigkeiten, wo ich gemerkt habe, irgendwie sollte sich das nochmal verbessern, weil die Gesundheit halt wichtig ist und mir ganz wichtig ist. Und ich habe ja schon jetzt mittlerweile fast 1 Jahr aufgehört, Fleisch zu essen und mich einfach auch so viel mit meinem Leben zu befassen. Und der Körper sollte da eine riesige Rolle dabei spielen. Also habe ich im Dezember schon damit angefangen, einfach wieder bewusster zu essen. Und bei der 60-Tage-Challenge sollte dann eben einfach noch so dieser sportliche Aspekt dazukommen. Der kam dann auch dazu. Und ich habe relativ schnell angefangen, mich viel, viel wohler in meiner Haut zu fühlen. Und auch nach dieser 60-Tage-Challenge oder nach diesen 60 Tagen, die ich für euch festgehalten habe, bin ich da am Ball geblieben. Es hat sich nochmal so ein bisschen was verschoben und verändert, das werde ich euch gleich noch erzählen. Aber ich fühle mich
unfassbar gut, also körperlich viel fitter, ich bin energetischer, ich bin beweglicher, weil ich halt mehr Sport mache. Ich habe auch angefangen, nicht mehr nur HIIT-Workouts oder Cardio-Training oder sonst was zu machen, sondern auch mich einfach nur morgens, wenn ich aufgestanden bin, zu dehnen oder eine kleine Yoga-Einheit zu machen, meine liebsten Übungen zu machen, dass ich einfach beweglicher bin. Und das hat mir wahnsinnig gut getan. Ich habe einen besseren Schlaf dadurch bekommen, dass ich besser auf mich achte. Ich habe versucht, mehr zu schlafen. Ich habe versucht, mehr Wasser zu trinken. Meine Haut ist dreifach millionenmal besser, als es noch vor einem Jahr war. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade, bekomme ich morgen oder übermorgen meine Periode und meine Haut ist einfach clear, da ist nichts. Also ich merke da an der Ernährung, wo ich einfach drauf achte und am Wasser und an dem, wie ich mich um mich selber kümmere, dass sich das total verändert hat und ich fühle mich einfach 180 Grad besser als noch vor einem Jahr. Die zweite Frage passt ganz gut zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, und zwar, vielleicht sagst du mal was zur Bewegungsfreiheit. Du hattest ja am Anfang mal was dazu gesagt. Genau, das ist so einer der Punkte. Also, wenn man Kleidung in seinem Schrank hat, die einem einfach viel zu eng wird und man fühlt sich da eingeschränkt, oder auch wenn man sich grundsätzlich bei Bewegung nicht so gut fühlt, wenn man zum Beispiel mit den Kindern spielt oder wenn man arbeitet und viel auf den Beinen sein muss, dann ist das schon was, was belastend wird mit der Zeit. Also ich weiß noch, ich hatte das auch, glaube ich, mal in einem Video hier erzählt. Es gab mehrere Situationen, wo ich nicht mit den Kindern spielen wollte, also so ausgiebig irgendwie im Garten rumlaufen wollte oder sonst was, weil ich körperlich zu faul war. Also es war körperlich einfach zu anstrengend für mich und ich habe dann quasi einfach diese Unannehmlichkeit umschifft, indem ich es nicht gemacht habe. Und das ist, glaube ich, einer der härtesten Punkte gewesen, wo mir das aufgefallen ist, weil ich absolut nicht wollte, dass meine Kinder darunter leiden, dass ich einfach durch Mangel an Bewegung keinen Spaß mehr an Bewegung habe. Und das hat sich komplett verändert. Also ich habe jetzt wieder riesig Freude dran, mich zu bewegen. Wir haben auch mit unseren Freunden letztens ausgemacht, dass wir mal zusammen Squash spielen gehen, wenn das wieder geht. Das war für mich das letzte Mal vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, denkbar, weil ich mich einfach nie wohl oder fit genug dafür gefühlt habe, in meiner Freizeit freiwillig so aktive Dinge zu tun. Und das ist jetzt wieder so. Noch eine Frage, die mehr mit der Ernährung zu tun hat, aber da kamen super viele Fragen dazu. Ich habe es gerade schon mal angeschnitten, dass ich bei meiner Ernährung ja was verändert hatte. Die Frage war jetzt, trackst du deine Kalorien oder machst du das intuitiv? Ich habe das eine Zeit lang sehr intuitiv gemacht. Allerdings ist das immer so ein bisschen schwierig, wenn man halt wirklich Ziele hat und darauf hinarbeitet, weil wenn man das noch nie so ganz krass durchgezogen hat, Kalorien zu tracken, glaube ich, ist es sehr schwer, die richtigen Kalorien einzuschätzen, die man zu sich nimmt. Deswegen tracke ich jetzt wieder, erst seit ungefähr 2 Wochen davor, also jetzt so die letzten Wochen habe ich es nicht gemacht, aber seit 2 Wochen tracke ich wieder und ich merke, dass es gut ist für mich. Also ich merke, dass es mir sehr viel bringt, weil ich einfach, wie gesagt, noch nicht zu viel Erfahrung damit gemacht habe, richtig zu tracken. Und jetzt, glaube ich, ist auch tatsächlich so das erste Mal, dass ich das wirklich richtig mache, also wirklich alles eintrage, egal was, auch nur das Öl, was ich in die Pfanne geschmiert habe, um irgendwas rauszubacken oder sonstiges. Und ja, ich bin jetzt aktuell sehr zufrieden damit. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil es sehr viel Aufwand bedeutet. Aber wie gesagt, ich habe mir ein festes Ziel vorgenommen, auf das ich hinarbeite. Und ich habe in den letzten Monaten so viel erreicht, dass ich diese kleine Hürde oder dieses kleine Extra an Arbeit gerne auf mich nehme. Ansonsten hat sich ernährungstechnisch grundsätzlich an dem, was ich esse, nicht wirklich was verändert. Also ich esse immer noch kein Fleisch. Ich esse ab und zu mal Fisch, also eigentlich bin ich kein Vegetarier, sondern Pesketarier, aber das kommt vielleicht im Monat maximal einmal vor und ich versuche auch wirklich größtmöglich auf vegane Produkte zurückzugreifen. Ich trinke ja schon seit sehr, sehr langer Zeit keine Milch mehr, sondern Hafermilch. Ich esse auch keinen Joghurt mehr, keinen Quark mehr, auch keinen Skyr mehr, sondern ich esse jetzt meistens Lupinenjoghurt oder irgendwas anderes auf Sojabasis oder auf Haferbasis. Oder was ich auch manchmal mache, ist, dass ich dann laktosefreien Skyr kaufe, denn eine Sache, die mir richtig krass auffällt mittlerweile,
ist, wie stark mein Körper auf Laktose reagiert. Also wenn ich jetzt auch nur einmal am Tag irgendein Milchprodukt zu mir nehme, bin ich sofort aufgebläht und zwar richtig schlimm. Ich habe ganz starke Bauchschmerzen und vertrage es einfach aktuell gar nicht. Deswegen habe ich das jetzt tatsächlich komplett aus meinem Speiseplan gestrichen. Also auch kein Käse mehr, ist alles weg aus meiner Ernährung. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sich das Gewicht technisch nochmal richtig krass ausgewirkt hat auf das Ganze. Also seitdem ich jetzt das letzte Body Update gemacht habe, esse ich gar keine Milchprodukte mehr, sind jetzt 4 Wochen. Und ich denke schon, dass es sehr viel mit meinen letzten 4 Wochen an Gewichtsentwicklung zu tun hat. Das war natürlich auch so das meistgefragte. Was hat sich denn am Gewicht getan und hat sich überhaupt was getan und wolltest du überhaupt noch mehr abnehmen? Und ja, ich möchte noch weiter Gewicht verlieren. Ich bin immer noch laut BMI, den man ja so ein bisschen... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der immer korrekt ist, weil es kommt immer darauf an, wie die Körperbeschaffenheit ist. Aber bei mir ist es definitiv so, dass ich immer noch im Übergewicht bin mit meinem Gewicht. Und ich habe mir auch eine neue Waage zugelegt, die auch den Körperfettanteil, Muskelanteil und Wasseranteil im Körper misst. Das hat mir unwahrscheinlich viel geholfen, einfach mal zu wissen, wie ich da so stehe. Und ich habe euch natürlich auch nochmal meine Maße genommen, die ich euch gerne nochmal zeigen kann. Aufgehört nach dem letzten Video haben wir ja bei 74,4 Kilogramm, Bauchumfang 99,5, Taille 83,5, Oberschenkel 63, Po 107. Ich muss ganz ehrlich sagen, an den Maßen hat sich nicht unwahrscheinlich viel getan. Ich weiß aber auch warum. Ich habe in den letzten 4 Wochen vermehrt den Fokus auf die Ernährung gelegt. Also wie gesagt, ich habe jetzt angefangen, meine Kalorien zu tracken. Ich habe keine Milchprodukte mehr konsumiert und einfach versucht, da so ein bisschen den Switch hinzubekommen. Was ich denn wann essen kann und so weiter und so fort. Habe ja auch schon während meiner Body Transformation auf die Makros geachtet, das mache ich auch immer noch und habe tatsächlich quasi vor 3 Wochen noch Sport gemacht und dann fast 2 Wochen Sportpause gemacht. Das heißt nicht, dass ich gar nichts gemacht habe, also ich habe Yoga gemacht und Stretchings gemacht und mal vereinzelt leichte Kraftübungen gemacht, aber ich habe keine richtigen Hit-Workouts gemacht, also keine irgendwelchen halben Stunden-Programme gemacht. Das habe ich jetzt erst vor 1,5 Wochen wieder angefangen, weil ich einfach mal sehen wollte, wie mein Körper alleine auf die Ernährungsumstellung reagiert, also ohne, dass ich noch Sport mache, ob quasi dieses auf die Laktose zu verzichten und einfach das, wie ich mit den Makros umgehe, eine Auswirkung auf mich hat oder nicht. Das wollte ich einfach mal sehen und habe halt quasi 2 Wochen einfach mal nichts gemacht, nur um zu gucken, wie sich der Muskelanteil oder der Körperfettanteil verhalten. Und das war super interessant zu beobachten, denn tatsächlich habe ich an Gewicht abgenommen. Also ich bin jetzt inzwischen bei, ich kann euch es genau sagen, ich habe meine App am Handy, wo ich das nachschauen kann, 72,5 Kilo, das heißt 1,9 Kilo weniger als noch vor 4 Wochen, was ich mega finde. Das ist mehr als genug für mich. Also ich achte überhaupt nicht darauf, dass ich irgendwie eine gewisse Zahl pro Woche verliere oder was. Das ist mir nicht so wichtig. Ich habe jetzt hier genau die Daten. Laut BMI bin ich bei 28, was immer noch zu hoch ist für mein Alter und für meine Körpergröße. Meine Körperfettrate ist sehr hoch. Also ich bin jetzt bei 32% Körperfett. Das ist viel. Da bin ich einfach noch ein bisschen unsicher, ob das auch sein kann wegen meiner Bauchschürze. Da ist ja sehr viel Fettgewebe dran und da kann ich einfach schwierig reintrainieren. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch sehr viel verstecktes, viszerales Fett drunter oder drin liegt. Aber ich mache trotzdem ganz normal weiter und beobachte es einfach. Dann habe ich 45,8% Muskeln, was fit, also da steht jetzt fit, das heißt, ich denke, das ist okay. 3 Kilo Knochenmasse und 46% Körperwasseranteil. Also das scheint alles im Normbereich zu sein, nur halt die Körperfettrate ist sehr hoch. Ich habe hier, wie gesagt, einfach Angaben drin, was ich so alles zu mir nehmen kann und ich mache das nur, um halt so meine Verteilung von Muskelanteil und Körperfettanteil zu beobachten und halt zu sehen, ob ich auch Muskeln abbaue oder nur Wasser abnehme, weil das soll natürlich nicht sein, sondern dass ich halt reines Körperfett abnehme und bis jetzt funktioniert das wunderbar. Also ich bin da sehr zufrieden mit mir und mit der Entwicklung und ich hoffe natürlich, dass das so gesund und schön weitergeht.
Die Frage passt auch noch super zur Ernährung. Auf was verzichtest du? Und ich habe es ja gerade schon mal angeschnitten, also keine Milchprodukte mehr, auch kein Käse mehr, obwohl ich den sehr, sehr gerne mag. Und wenn dann was mit Milchprodukten, dann laktosefrei, dass das halt einfach passt, dann verzichte ich eigentlich so gut wie komplett auf Zucker, aber das mache ich schon sehr, sehr lange. Also Süßigkeiten sind einfach raus, auch Softgetränke sind raus. Was ich aber immer noch sehr, sehr gerne mag, ist mal ein Gläschen Wein trinken, oder wir waren auch letztens mit Freunden in der Stadt beim Essen, dann habe ich auch einen Cocktail getrunken. Also ich bin jetzt niemand, der sich dann was verbietet, aber ich versuche einfach im ganz normalen Alltag und in der Ernährung das einfach nicht mehr einzubauen. Ich habe noch nie Kaffee mit Zucker getrunken, wäre aber das Erste, wo man anfangen könnte, es zu reduzieren oder sein zu lassen oder halt einfach keine Süßigkeiten zu essen, sondern dann vielleicht lieber noch ein bisschen Obst zu essen oder ein paar Nüsse zu essen, wenn man wirklich Appetit auf irgendwas hat. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Also ich habe sogar das Gefühl, seitdem ich mich vorrangig vegan ernähre oder zumindest einen Großteil meiner Zeit vegan ernähre, habe ich kaum mehr Heißhungerattacken oder kaum mehr Gelüste auf was. Also ich glaube einfach, dass es meinem Körper sehr, sehr gut tut. Das kann natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich finde, es lohnt sich, es mal auszuprobieren, denn mir hat es sehr, sehr viel gebracht. Zu der Sache habe ich tatsächlich eigentlich noch nie so wirklich was gesagt, und zwar die Veränderung deiner Haut, also ob sie sich straffer anfühlt. Ihr wisst ja alle, weil ihr es schon gesehen habt, dass ich am Bauch sehr viele Dehnungsstreifen habe, und ich würde auch sagen, dass sich grundsätzlich, wenn man Gewicht verliert, die Haut am Bauch eher noch schlaffer anfühlt, weil ja dann quasi auch das Fett da noch rauskommt irgendwie und die Haut noch mehr hängt. Das ist auch bei mir so. Also seitdem ich wieder mehr Gewicht verliere, hängt der Bauch natürlich noch mehr. Also diese überschüssige Haut am Bauch hängt einfach und die ist auch labberig. Da kann man schlecht irgendwie durch Bauchmuskeltraining trainieren. Ein paar von euch haben mir sogar schon öfter auf Instagram geschrieben, dass sie finden, man kann so leicht Bauchmuskeln erahnen. Das ist auch so. Ich habe Bauchmuskeln, aber die sieht man halt quasi nur am Oberbauch, da wo halt keine schlaffe Haut drüber hängt. Und ich finde das gar nicht schlimm, dass man das nicht sieht. Also ich brauche jetzt keinen durchtrainierten Waschbrettbauch mehr, ja. Deswegen mache ich das nicht. Ich mache das nicht, um schöner auszusehen für andere. Deswegen ist mir das völlig egal. Aber grundsätzlich, ja, die Haut fühlt sich lockerer an. Was ich aber probieren möchte, da haben auch viele von euch mir mal einen Link dazu geschickt zu dem Video. Ich kannte das davor schon. Ist, ich möchte gerne versuchen, ein bisschen was für oder gegen die Dehnungsstreifen zu tun. Ich habe mir einen Dermaroller bestellt und möchte das einfach mal ausprobieren. Und da wäre jetzt noch interessant zu wissen, ob ihr Bock drauf habt, dass ich euch da so ein bisschen auf den Prozess mitnehme. Weil ich denke, es wird so sein, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gewicht verlieren und die Haut wird ja dann eigentlich noch mehr hängen. Aber ich hoffe, dass ich, wenn ich mit dem Dermaroller ein bisschen die Haut bearbeite, dass man dem quasi entgegenwirken kann und die Haut sich vielleicht auch mit zurück bildet. Wäre interessant zu sehen. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht. Aber wenn ihr Bock habt, dass ich euch das dann zeige, dann schreibt mal gerne in die Kommentare, dass ihr da Interesse dran hättet. Dann mache ich das nämlich auf jeden Fall, weil ich finde das sehr, sehr spannend mitzuverfolgen. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende des Videos. Ich glaube, recht viel mehr kann ich heute nicht mehr beantworten. Es waren noch sehr viele Fragen da, aber ich glaube, die gröbsten und interessantesten habe ich jetzt mal für euch rausgesucht. Eine Sache, die noch ganz oft gefragt wurde, war deine liebste Sportkleidung oder bitte zeig mal deine ganze Gymshark-Kleidung oder deine Favorites. Und ich habe eine Überraschung für euch, etwas, was mich riesig freut. Ich habe hier noch 4 komplett neue, komplett verpackte, verschlossene Sportsets von Gymshark bei mir. Die sind alle in der Größe L. Also sowohl die Oberteile als auch die Hosen sind in Größe L, denn die wurden mir geschickt und zur Verfügung gestellt. Aber ich hoffe, dass da ein paar Mädels von euch draußen sind, die Lust drauf haben, die zu bekommen. Also es sind, wie gesagt, 4 komplette Sets mit Oberteil und Hose. Und ich werde das so machen, dass ich hier in den Kommentaren 2 Sets verlose und auf Instagram 2 Sets verlose. Also ich werde in der Insta-Story ein Umfragenfeld reinpacken, wo ich 2 Stück verlose und hier unter dem Video 2. Das heißt, wenn ihr doppelte Gewinnchance haben wollt, könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen und da auch noch mitmachen. Oder wenn ihr nur bei YouTube aktiv seid, könnt ihr einfach hier in die Kommentare mal reinschreiben, dass ihr gerne das Gymshark-Set gewinnen wollt. Vielleicht sollten wir uns irgendein Emoji überlegen, der dafür steht.
so ein Fitness-Emoji, irgendein sportliches Emoji, das ihr findet, dann kommentiert es mal hier unten rein. Dann würde ich einfach zwei Gewinner aussuchen, die natürlich Größe L tragen. Es tut mir leid, dass die anderen jetzt quasi leer ausgehen. Vielleicht kann ich da irgendwann mal nochmal was organisieren, aber ich hatte die hier bei mir und dachte mir, bevor ich die jetzt einfach auspacke und auch noch benutze, ich habe schon so viel davon, gebe ich es lieber an euch weiter. Und Gymshark war damit einverstanden, deswegen freue ich mich da sehr. Und ich habe tatsächlich ein paar Favorite Sets, also es gibt ein paar tolle Teile, die ich sehr gerne mag. Ich hatte auch hier jetzt in dem Video, das haben wir heute extra für euch gefilmt, eins meiner absoluten Lieblingssets an. Ich verlinke euch einfach ein paar von meinen Favoriten unten in der Infobox, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Die Sport-BHs sind meiner Meinung nach die besten, die man haben kann. Also ich hatte noch nie bessere Sport-BHs an. Die sitzen einfach immer perfekt, egal wie oft ich die verwasche. Da verrutschen keine Polster. Die sehen einfach immer super aus. Auch wenn man da drin schwitzt, sieht man keine Schweißränder, weil die so eine Art Badeanzugstoff haben. Also ich liebe die einfach. Die Hosen, die ich habe, sind alle High-Waist geschnitten, aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Schnitte. Also ich bin absolut überzeugt davon. Ich trage nichts anderes mehr. Das seht ihr ja selber. Und ich weiß, dass ganz viele von euch oft sagen, das ist ein bisschen preiswert, aber ihr habt halt sehr lang was davon. Also es gibt Sets, die habe ich bestimmt schon 20 Mal gewaschen und die sehen aus wie neu. Da ist kein Fussel dran abgeriebelt, da wird kein Stoff dünn, die verziehen sich nicht, da verrutscht kein Gummi und nichts. Also die sind einfach jedes Mal wie neu und super bequem und auch noch super schön. Also guckt da gerne mal in die Infobox. Ich verlinke euch da mal meine Favoriten. Ein paar von euch haben noch gesagt, ich soll ihnen doch gerne mal meine liebsten Sportübungen zeigen. Dafür werde ich mir mal noch was überlegen. Vielleicht machen wir mal noch mal ein gemeinsames Sportvideo oder so, oder vielleicht lade ich auf Instagram mal so ein IGTV hoch, wie ich es schon mal gemacht habe mit meinen liebsten Sportübungen. Das wäre auch noch eine Idee. Aber da überlege ich mir mal noch was. Das hätte jetzt hier nur leider den Rahmen gesprengt. Aber ich hoffe sehr, dass euch das, was ich jetzt erzählt habe über die letzten Wochen, gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben nicht vergessen. Falls ihr dem Kanal noch nicht folgt, das dürft ihr auch gerne machen. Das ist kostenlos. Und ich lade aktuell immer sonntags neue Videos hoch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann nächsten Sonntag wieder dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das Video anguckt, und wir sehen uns. Tschüss!